So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht schon, ich bin endlich Level 160, habe den neuen Skin bzw. neue Stilart jetzt auch endlich. Aber ich will natürlich den auf 180, meine ich, ist er. Der von Rez, weil der gefällt mir einfach wirklich am besten. So, ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in den Shop. Nicht wundern, gestern gab es keine Custom Games, also hat sich da auch nichts verändert. Deshalb brauche ich die Tabelle jetzt gerade eigentlich nicht zeigen. Und wie wir sehen, der neue Skin ist jetzt endlich im Item Shop. Die gute alte OG-Map. Ist schon, ja, ich sag mal so, mein Geschmack ist es nicht, aber ist natürlich OG-Map, ist schon nicht schlecht, um Gottes Willen. Vor allem, man sieht halt wirklich an jeder Ecke am Körper ist irgendwas von der alten Map versteckt. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, genauso wie das reaktive Rückenaccessoire, weil bei jedem Kill explodiert nämlich der Vulkan. So, was haben wir noch drin? Ein Geisel des Verzehrers. Na gut, ist nicht so meins. Dann ist Isabelle wieder zurück mit dem passenden Emote. Also so gefällt es mir auf jeden Fall deutlich besser. So, dann haben wir Stab der Astrolo-Meisterin. Gott, so schwere Wörter, ey. Dann haben wir Haze wieder mit drin. Auch mit zwei... Ach, nee, Quatsch, ich hätte inzwischen vier Stile. Okay, auch nicht schlecht. Na gut, der ist eigentlich... Ja, die Hörner weg. So, dann ist Sternenwucht wieder drin. Und natürlich der Skin, aber den hatten wir ja gerade schon. Dann sind die Hai-Geschichten wieder drin. Die hatten wir ja gerade erst vor kurzem drin. Dann Castor ist wieder drin. Ihr seht, ich habe ihn schon im Besitz. Ist wirklich ein schöner Skin. Lässt sich auch geil spielen. Besonders hier die Variante, also die spiele ich am liebsten. Dann kommen wir zur letzten Form. Ah, so ist er auch nice. Also ist wirklich ein schöner Skin. Und dann die Metallbeauftragte auch wieder zurück. 4200. Dann Popsternchen ist wieder zurück. Aufrollen. Der Hüftschwung. Und das war's schon auch, was die Emotes betrifft. Dann, ihr seht schon, Season 1. Wir haben die OG-Skins wieder zurück. Ihr seht's, alle vier Stück kosten 2000 V-Bucks. Aber ich denke mal, der ein oder andere wird von euch den ein oder anderen Skin auch schon bereits besitzen, weil die gab's dann früher auch mal nur einzeln zu kaufen. Aber ich sag ganz ehrlich, wer spielt sie dann? Eher selten, würde ich sagen. Gut, jetzt Ben würde sich natürlich anbieten, gerade wegen der Season. Also an sich, ja, ist halt ein OG-Paket. Jeder kostet eigentlich 800 V-Bucks. Den Kleider habt ihr mir ja schon geschenkt. Grüße gehen da auch nochmal raus. Aber ich sage ganz ehrlich, da muss halt jeder selber entscheiden, ob er sich da was gönnt oder nicht. Dann das Horizon-Paket ist noch drin. Hier unten die drei Pakete ebenfalls noch drin. Und in Rette die Welt gibt es leider heute keine V-Bucks, also drei Tage hintereinander. Ne, ich glaube zwei Tage hintereinander keine V-Bucks gehabt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und in dem Sinne haut rein.